AAA bis Zelda klärt für euch Fachbegriffe und Besonderheiten aus der Welt der Videospiele. Was bedeutet es beispielsweise, wenn ein Spiel indiziert ist? Gerade bei Videospielen kommt es immer wieder vor, dass ein Titel indiziert wird. Aber was bedeutet es eigentlich genau? Wie kommt es zur Indizierung? Und wieso dürfen Filme im Gegensatz zu Videospielen mit Zombies, Gedärmen und Blut um sich schmeißen, während Spiele viel stärker zensiert werden? Und vielleicht die wichtigste Frage, kann ich für den Besitz von indizierten Videospielen verklagt werden? Ein indiziertes Spiel darf in Deutschland nicht mehr beworben werden, da seine Inhalte als schwer jugendgefährdend angesehen werden. Das bedeutet, keine Werbung auf Facebook, keine Tests auf Spieleseiten und vor allem keine Platzierung in Geschäften. Wenn überhaupt, erhalten wir das Spiel nur noch unter der Ladentheke. Das bedeutet, wir müssen gezielt danach fragen. Viele Geschäfte lassen das aber direkt sein, denn für Spiele, die indiziert sind, gibt es keine Werbung. Deswegen kennt sie niemand und deswegen kauft sie keiner. Spiele werden vor allem von der BPJM, der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, indiziert. Die kümmert sich vor allem dann um Spiele, wenn sie eine verrohende Wirkung haben. Das bedeutet, dass sie Gewalt als alltäglich erscheinen lassen, wenn sie zu Gewalttaten, Rassenhass und Verbrechen anreizen, wenn sie Gewalttätigkeiten nur der Gewalt wegen und in extremem Detail darstellen und wenn sie Selbstjustiz als einzig probates Mittel für die Lösung einer Situation darstellen. Kurz gesagt, wenn ein Spiel dafür sorgt, dass Jugendliche unmenschliches Verhalten und extreme Grausamkeit als normal empfinden könnten, kann die Bundesprüfstelle dafür sorgen, dass Jugendliche nicht mehr ohne weiteres an diese Spiele gelangen können. Etwas anderes ist die Beschlagnahme. Wenn eine Version eines Films, eines Spiels oder eines Buches beschlagnahmt wird, ist diese Version in der gesamten Bundesrepublik verboten. Eigentlich darf Kunst ja nicht zensiert werden. Jetzt sind aber sowohl Filme als auch Videospiele Teil des Kulturguts. Wieso dürfen Filme also mit blutigen Grausamkeiten um sich werfen, während Videospiele deswegen auf den Index kommen? Das liegt an einem ganz einfachen Unterschied. In Filmen handeln wir nicht selbst. In Videospielen sind wir interaktiv. Wir bestimmen, was geschieht. Wir sehen die Handlung vielleicht sogar als unsere eigene an. Wir können denken, dass wir es sind, die den Abzug betätigen. Das geht der BPJM in vielen Fällen zu weit. Der Besitz indizierter Spiele ist nicht illegal. Solange wir über 18 sind, können wir die Spiele direkt kaufen. Schließlich sind sie nicht beschlagnahmt. Der Versandhandel darf sie allerdings nicht einführen, weswegen viele Ketten das gar nicht erst tun. Kaufen wir das Spiel aber privat, ohne die Absicht darüber zu berichten, sind wir als Privatperson von diesem Gesetz ausgeschlossen. Rein theoretisch dürfen Eltern das Spiel auch kaufen und mit ihren Kindern spielen, wenn es zu Hause passiert. Da die BPJM ihre Spiele aber nicht ohne Grund indiziert, raten wir dazu, die Spiele auf jeden Fall noch einmal anzuschauen. Vielleicht kann der ein oder der andere Titel ja auch noch ein paar Jahre warten. Ganz anders fällt es sich hingegen bei der Beschlagnahme. Die Weitergabe und die Verbreitung unter Jugendlichen wird mit einer gesetzlichen Freiheitsstrafe geahndet. Nur weil ein Spiel indiziert ist, bedeutet es nicht, dass es per se verboten ist. Auch der Besitz steht nicht unter Strafe. Schließlich ist das Spiel nicht beschlagnahmt. Aber die BPJM indiziert ihre Spiele nicht ohne Grund. Ihr solltet das Spiel also noch einmal genau anschauen, bevor ihr es mit anderen spielt, die dadurch vielleicht verstört werden könnten. Schließlich hat jeder von uns eine andere Auffassung davon, was für ihn in Ordnung ist und was nicht. AAA bis Zelda setzt sich mit den Besonderheiten der Videospielwelt auseinander. Welcher Begriff ist für euch unklar? Wo würdet ihr gerne noch einmal nachhaken? Schreibt uns eure Fragen in die Kommentare.